Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie sind zu Hause, gehen ins Nebenzimmer, um etwas zu holen und kaum kommen Sie da an, haben Sie vergessen, was Sie wollten. Oder aber Sie vergessen die schönsten Erlebnisse Ihrer Kindheit. Oder Sie wissen plötzlich nicht mehr, wie man einen Fahrkartenautomaten bedient. Was ist das jetzt, diese Vergesslichkeit? Ist das das Alter? Ist das Demenz? Ist das eine Gedächtnisstörung? Oder sind das bei Frauen oft gemeint die Wechseljahre? Um dieses Thema geht es heute. Habe ich etwas Schlimmes oder nicht? Bei mir ist Professor Dr. Stefan Schreiber. Er ist ärztlicher Leiter der Klinik für Neurologie am Asklepios Fachklinikum Brandenburg an der Havel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Was sagen Sie denn Ihren Patienten, wenn die bange Frage stellen, habe ich was Schlimmes? Zunächst einmal ist hier wichtig, den Patienten überhaupt mit diesem Beschwerdebild und den Sorgen wahrzunehmen. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt. Ich glaube, sehr häufig haben wir so ein Bedürfnis zu sagen, na ja, im Laufe des Alterns, da gesellen sich halt Beschwerden so aufeinander zu, dann kriegt man Rückenschmerzen, dann bekommt man Gedächtnisprobleme und das gehört irgendwie zum Altern mit dazu. Und das ist eben keineswegs so, dass eine krankhafte Vergesslichkeit tatsächlich zum Altern dazugehört. Das heißt, erst einmal gilt es wahrzunehmen, es gibt da überhaupt ein Problem. Mhm. Also wenn man sich das normale Altern des Menschen anschaut und wir sagen mal, wir haben unsere besten kognitiven Fähigkeiten vielleicht so mit 25, 30 und dann ab diesem Alter verändert sich das, es geht nicht bergab, aber es verändert sich, dann ist das eben so, dass keineswegs dazugehört, dass jetzt sozusagen eine krankhafte Vergesslichkeit dort entsteht. Es ist interessant, wir haben ja verschiedene Aspekte, die bei der Funktion des Gehirns eine Rolle spielen. Gedächtnis ist ein Aspekt bei der Kognition. Der Überbegriff ist eigentlich die Kognition und dazu gehört das Gedächtnis. Dazu gehören aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit auf ein Problem, also Denkprozesse. Dazu gehört die räumliche Orientierung, dazu gehört die Fähigkeit zu rechnen, die Fähigkeit, sich verbal auszudrücken. Und das Interessante ist tatsächlich im Laufe des gesunden, normalen Alters, viele dieser Aspekte nehmen tatsächlich im Laufe des Alters ab, bestimmte Dinge aber auch nicht. Rechenfähigkeit, die verbale Ausdrucksfähigkeit, da haben wir unsere Bestzeitpunkte eher so in dem 50. Lebensjahr, vielleicht 60. Lebensjahr. Also insofern gilt es herauszufinden, handelt es sich tatsächlich um einen krankhaften Prozess oder ist es ein gesunder Altersprozess? Wenn es ein krankhafter Prozess ist, Ihnen begegnen ja viele Patienten. Ich frage mal, was kann es denn sein? Da sind die Möglichkeiten, die Ursachen extrem vielfältig. Und das ist tatsächlich etwas, was rein von der Phänomenologie, es gibt eine Gedächtnisstörung an sich. Sie sagten, ich kann mich an bestimmte Dinge nicht erinnern. Ich vergesse den Hausschlüssel. Dann sind das erstmal Symptome, an denen ich alleine nicht erkennen kann, was für eine Erkrankung dahinter steckt. Also ich brauche ein größeres Spektrum an Informationen. Ich brauche Informationen dazu, was gibt es über die Gedächtnisstörung hinaus an Problemen. Ich brauche eine Information zum körperlichen Untersuchungsbefund. Also ich muss den Patienten untersuchen, schauen, ob es andere Ausfallserscheinungen, Defizite gibt. Und es gibt noch ein ganzes Spektrum anderer Dinge, die man zusätzlich ergänzen muss, an Untersuchungsdiagnostik, um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Das Spektrum dann der Erkrankungsmöglichkeiten, die sich hinter so einer Gedächtnisstörung verstecken können, ist sehr groß. Ja. Ich glaube, das, was man im Allgemeinen so im Kopf hat, ist vielleicht eine Demenz vom Alzheimer-Typ, die hinter so einer Störung stecken kann, aber obwohl das die häufigste Erkrankung ist, gibt es eben eine Vielzahl von Erkrankungen mit unterschiedlichen Behandlungsaspekten, die eben auch hinter einer Gedächtnisstörung stecken können. Das können Entzündungen des Nervensystems sein, Entzündungen durch einen Krankheitserreger oder Entzündungen, die das Immunsystem bedingt, also eine Autoimmunerkrankung. Es können vaskuläre Erkrankungen sein, also zum Beispiel Gefäßerkrankungen, wo zum Beispiel jemand viele kleine Schlaganfälle bekommen hat, die jetzt nicht unbedingt so in so einem klassischen Bild einer halbseitigen Lähmung sich manifestieren müssen, sondern peu à peu eben über eine Störung des Gedächtnisses sich manifestieren. Ja. Das kann Stoffwechselerkrankungen sein, wo beim bestimmten Dingen, Hormonhaushalt, bestimmte Vitamine, Schilddrüsenerkrankungen vielleicht auftreten, die einen Beitrag leisten können. Also es ist wirklich so, dass wir ein sehr, sehr breites Spektrum an Erkrankungsbildern haben, was sich hinter dem
Symptom oder Syndrom einer Gedächtnisstörung oder eines demenziellen Syndroms verstecken kann. Vitamine, da denkt man jetzt natürlich, hey, dann schlucke ich einfach was und dann wird das schon weggehen. Um welche Vitamine geht es da? Ja, also es gibt eine Reihe von Vitaminen. Vitamin B ist zum Beispiel ein Aspekt. Also Vitamin B1, Vitamin B12 sind Vitamine, die im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungsbildern, im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Alkoholmissbrauch, kann es zu Mangelsituationen kommen. Es gibt Stoffwechsel-Resorptionsstörungserkrankungen, wo man halt bestimmte Vitamine über den Körper nicht ordentlich aufnehmen kann. Da kann man genügend essen und trotzdem kriegt der Körper nicht ausreichend Vitamine. Also das sind Dinge, die wir über Laboruntersuchungen herausbekommen können. Und dann wäre das zum Beispiel etwas, wo man plötzlich eine behandelbare Ursache hat. Ja, das sind ja körperliche Ursachen, so nenne ich sie jetzt mal. Es gibt ja auch seelische Ursachen, habe ich gehört. Also zum Beispiel Depressionen können zur Vergesslichkeit führen. Ja. Warum hängt das zusammen? Es hängt sogar sehr intensiv miteinander zusammen. Wenn wir als Erkrankungsbild mal so ein demenzielles Syndrom nehmen, dann ist das vergesellschaftet mit bestimmten psychischen Symptomen. Patienten können gereizt, aggressiv werden, die verändern vielleicht ihr Verhalten. Man merkt, der reagiert anders. Warum? Weil er mit bestimmten Situationen nicht zurechtkommt und dann als Reaktionsmuster aggressiv wird, obwohl man das von der Person vielleicht gar nicht kennt. Oder andere werden zurückgezogen, dann kommt man in den Bereich, wo man denkt, na gut, das ist jetzt vielleicht eher ein depressives Verhalten. Manchmal kommt es zu Enthemmungen. Also es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Beschwerdebildern, die sich sozusagen vergesellschaftet mit so einer Störung bewegen können, bis hin zu, sage ich mal, klassischen psychiatrischen Symptomen wie einer Wahnvorstellung oder einer Halluzination. Also auch das kann man im Rahmen so eines Erkrankungsbildes tatsächlich vorfinden. Und das ist auch ein Teil der Explorationen, die wir durchführen müssen, um zu schauen, also mit dem Patienten und auch mit den Angehörigen zusammen, um herauszufinden, gibt es solche Aspekte jetzt dabei. Und weil Sie es angesprochen haben, jetzt bezüglich der Depression, dann ist es halt so, da kann sich eben tatsächlich hinter einer Störung Vergesslichkeit tatsächlich das Erkrankungsbild Depression verbergen. Also es kann sein, dass die Vergesslichkeit dadurch entsteht, dass der Patient eigentlich diese Stimmungserkrankung Depression hat. Die führt dazu, dass er zurückgezogen ist, dass er eben nicht mehr so interagieren kann, wie er eigentlich möchte. Und dann wirkt das für die Umgebung, als ob der Patient eine kognitive Störung hat. Ja. Und de facto muss man eigentlich nur die Stimmungserkrankung behandeln und dann ist alles wieder in Ordnung. Geht alles wieder zurück und es stellt sich heraus, dass da gar kein echtes demenzielles Syndrom dahinter steht oder sagen wir eine behandelbare Erkrankung dahinter steckt. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man muss schauen, mit dem Patienten und vielleicht auch seinen Angehörigen zusammen herauszufinden, was ist. Sie bieten das ja an, dass man zu Ihnen kommen kann, um eben herauszufinden, habe ich jetzt was Schlimmes oder nicht, bilde ich mir das alles nur ein. Ja. Angenommen, ich käme jetzt zu Ihnen, wie läuft das ab? Der Start ist eigentlich so, wie wir es bei allen gesundheitlichen Belangen haben, so, dass wir eigentlich einen Kontakt zum Hausarzt aufsuchen. Der Hausarzt ist unsere Schaltstelle. So würde das im klassischen Fall eigentlich auch sein. Oder auch der Spezialist kann natürlich auch der Neurologe oder Psychiater sein. Und dort wird festgestellt, also hier ist tatsächlich ein Beschwerdekomplex da, der uns jetzt in Richtung so einer Gedächtnisstörung bringt. Wir brauchen eine Zuordnung. Und dann ist der Weg eben entweder diese Dinge, die ich so ein bisschen angerissen habe, was man an Diagnostik tun muss, körperliche Untersuchung, Laboruntersuchung und dazu kommen noch andere Dinge. In aller Regel ist eine Bildgebung des Nervensystems, also des Gehirns notwendig, also eine CT oder MRT. Genau. Eigentlich brauchen wir eine MRT-Untersuchung dazu und zusätzlich eigentlich auch, wenn man den Aspekt der Entzündung im Nervensystem wirklich gut mit abklären möchte, auch eine Nervenwasseruntersuchung mit dazu. Und ist das das, was man aus dem Rückenmark zieht? Ja, Gott sei Dank lassen wir das Rückenmark in Ruhe. Da wird gar nichts gemacht. Das Rückenmark und das Gehirn, das schwimmt in einer Art Puffersubstanz, dem Nervenwasser. Und was man macht, ist ein paar Tröpfchen von dem Nervenwasser, in dem eben Rückenmark und Gehirn schwimmen, zu punktieren. Also das Rückenmark selber lässt man völlig in Ruhe. Aber das Nervenwasser, was da sozusagen drumherum ist, in dem kann man dann tatsächlich erkennen, ob zum Beispiel sich eine Entzündung im Nervensystem abspielt. Das kann man leider nicht automatisch über eine Untersuchung des Bluts herausbekommen. Ja. Es gibt quasi so eine Art Schranke zwischen Hirn und Körper. Ja. Das heißt, wir brauchen das als Information mit dazu, um zum Beispiel eben behandelbare entzündliche Erkrankungen herauszufinden. Und wir haben auch ein paar
Marker, Substanzen, die wir im Nervenwasser anschauen können, um zu gucken, handelt es sich vielleicht doch um so eine eher degenerative Erkrankung, wo halt Nervenzellen ihre Funktion verlieren, ohne dass wir dann die Demenz, die würde, sage ich mal, das gesamte Spektrum umfassen, aber Demenz mit der Ursache einer zum Beispiel Alzheimerschen Erkrankung, das ist eine Erkrankung, wo letztendlich ein Verlust der Nervenzellfunktionen passiert, ohne dass wir letztendlich im Augenblick die Ursache behandeln können. Aber wir können rausbekommen, ob es sich um so eine Erkrankung handelt, über bestimmte Parameter, die man im Nervenwasser untersuchen kann. Und diesen Komplex, den kann man natürlich in so einem, sage ich mal, umschriebenen stationären Aufenthalt sehr schön und kondensiert untersuchen. Brauchen wir drei, vier Tage stationär. Ja. Der Hausarzt ist in der Lage, mit dieser Fragestellung einen Patienten zu uns einzuweisen. Ja. Und dann kommt der Patient für 3 Tage und kriegt diesen gesamten Untersuchungskomplex und darüber hinaus noch eine ausführliche neuropsychologische Testung. Also die Frage ist was steckt dahinter? Da ist der Aspekt Depression, aber auch die Frage, wie ausgeprägt sind die einzelnen Störungen eigentlich? Mhm. Das lässt sich über unsere Beispiele jetzt, Fahrkartenautomat oder vergessener Schlüssel, nicht so gut abbilden. Was gibt für die einzelnen Funktionen, die ich genannt habe, Orientierung oder eben Wahrnehmungsfähigkeit, halt Möglichkeiten, das standardisiert zu testen. Also es gibt quasi von einer gesunden, alternden Population Testergebnisse. Wir wissen, wie jemand mit einem bestimmten Bildungsgrad, wenn er 60 Jahre alt ist oder 70 Jahre alt ist, wie der in diesen Tests ungefähr abschneiden müsste. Und dann kann man tatsächlich schauen, bewegt man sich mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit jetzt im Rahmen des Altersmaßes oder bewegt man sich außerhalb? Und das braucht tatsächlich eine differenzierte neuropsychologische Testung. Und das ist auch etwas, was in diesem Rahmen mit passiert. Ist das für Sie dasselbe, ob Sie jetzt junge Leute oder ältere Leute testen? Also haben Sie sozusagen einen gerontologischen Ansatz dabei? Also natürlich hat das einen Einfluss auf die Ergebnisse, ob ich einen jungen Patienten teste, weil natürlich die Erwartungen andere sind, was das Alterskollektiv anbelangt. Das reine Zusammentragen der Fakten, was jetzt hinter diesem Krankheitsbild, Beschwerdebild steht, das ähnelt sich. Mhm. Aber natürlich sind die Ursachen unterschiedlich. Also Vergesslichkeit, kognitive Störungen sind tatsächlich Störungen, die eben gehäuft im Alter auftreten. Das ist tatsächlich so. Und also entsprechend werden wir bei einem jungen Menschen, der jetzt plötzlich eine Gedächtnisstörung bekommt oder subakut eine Gedächtnisstörung kommt, eben wahrscheinlich andere Ursachen finden. Je älter wir werden, umso wahrscheinlicher wird es, dass andere, zum Beispiel eben neurodegenerative Ursachen so einer Gedächtnisstörung oder eine vaskuläre Erkrankung hinter dem Ganzen steckt. Also eine Frage habe ich noch. Wenn dann der Test beendet ist und Sie ja dann wissen zusammen mit dem Patienten, worum es geht, behandeln Sie ihn dann auch weiter? Ja, natürlich hört es nicht auf, damit rauszufinden, was die Ursache ist, sondern es geht dann darum, ein Konzept zu entwickeln, was kann man tun. Ist es eine Konstellation, wo bei einem Betroffenen sich herausstellt, dass wir eine klar behandelbare Ursache haben, wird die Ursache behandelt? Oder es wird Einfluss genommen auf die Risikofaktoren. Das ist der eine Punkt. Viele Erkrankungen jetzt in dem Bereich sind halt solche, wo man die Ursache selber nicht behandeln kann. Und dann geht es darum, ein gutes Konzept zu entwickeln, wie es denn auch außerhalb des Krankenhauses weitergeht. Und da braucht man eine Einbindung mit anderen Partnern, die an dieser Stelle mithelfen. Das ist einmal wieder der Bereich der niedergelassenen Kollegen, Neurologen, Allgemeinärzte. Wir haben bei uns im Klinikum auch eine Gedächtnissprechstunde, die im Augenblick in der psychiatrischen Klinik angesiedelt ist. Das heißt, Teilaspekte, die eben in diesen Bereich hineingehen, der Begleitstörungen, die wir gerade angesprochen haben, die eben auch psychiatrische Aspekte mit dabei haben, die können in diesem Bereich mitversorgt werden. Und dann geht das bis in den Bereich hinein, wie sieht das mit einer ambulanten Physio- oder Ergotherapie, mit einer ambulanten psychologischen Betreuung aus, braucht man einen sozialpsychiatrischen Dienst. Also es gibt eine Reihe von Andock-Möglichkeiten, wo man dann schauen kann, dass jemand nach seinem Beschwerdebild dann so betreut werden kann, dass er möglichst gut in seinem Umfeld funktionieren kann. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.sleepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.